Heute sprechen wir darüber, was sich Polen aus Deutschland abgucken könnte. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor knapp 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen zu zeigen und etwas näher zu bringen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch versuchen, eine kleine Verbindung zwischen Deutschland und Polen herzustellen, weil ich sehr oft das Gefühl habe, dass es auf beiden Seiten verdammt viele Missverständnisse gibt. Falls sich solche Themen oder im Allgemeinen das Thema Polen interessiert, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du hier unten auf mein Logo draufklickst. Damit würdest du wirklich mich und meine Arbeit sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir aber jetzt zum Hauptthema kommen, möchte ich noch einige Sachen sagen. Ich bin mir zu 100% bewusst, dass es nicht alles umsetzbar ist, was ich hier gleich nennen werde. Ich weiß, dass es da politische Unterschiede gibt, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt und dass deswegen 1:1 nicht immer alles umsetzbar ist. Das soll auch vielleicht ein bisschen mehr so ein kleines Gedankenspiel sein. Vielleicht möchte ich hier auch eine kleine Diskussion anregen und vielleicht auch eure Meinung zu diesem ganzen Thema hören, die ihr mir auch gerne unten in den Kommentaren hinterlassen könnt. Aber ich will euch jetzt nicht weiter länger auf für Folter spannen und fangen wir jetzt einfach auch schon mit dem ersten Punkt an. Und ich finde, der erste Punkt, den sich Polen aus Deutschland abschauen könnte, wäre unbegrenztes Tempolimit auf Autobahnen. Ich persönlich bin ja eigentlich nicht so der Raser, also ich halte mich in der Regel immer so zwischen 130, 140 km/h die Stunde. Es kann auch mal etwas höher sein, aber ich bin eigentlich so mehr der gemütlichere Fahrer. Trotzdem würde ich es wirklich nicht schlecht finden, wenn es hier in Polen Autobahnen mit unbegrenztem Tempolimit gibt. Ich finde, dadurch ist es einfach auch sicherer auf den Straßen, ist nur meine persönliche Meinung, weil man verhindert dann auch einfach, dass die Raser hinter einem herfahren, dann immer ganz dicht auffahren, immer mit der Lichthupe drängen und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Es ist dann einfach besser, wenn es geregelt ist. Links haben wir die Raser, in der Mitte auf der Autobahn haben wir dann die, die etwas ruhiger fahren und rechts haben wir dann die, ich sage jetzt mal, die ganz, ganz gemütlich fahren möchten. Das ist auch für mich so in Ordnung. Mir persönlich würde das sehr passen und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auf jeden Fall für zustimmen würde. Den zweiten Punkt, den sich meiner Meinung nach Polen aus Deutschland abschauen könnte, und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt hier die richtigen Worte treffe, ist aber vielleicht eine freiere Marktwirtschaft. Und ich gebe jetzt auch ein paar konkrete Beispiele, damit ihr vielleicht wisst, was ich meine. Zum Beispiel haben wir hier in Polen nur eine staatliche Krankenversicherung, das ist die NFZ. Die hat im Prinzip keine Konkurrenz, außer vielleicht die privaten Krankenversicherungen, aber wir machen jetzt auch kein Geheimnis draus, dass nicht jeder in Polen sich eine private Krankenversicherung leisten kann. Und somit ist das dann ja so, dass wenn man jetzt bei der NFZ krankenversichert ist, ja, kriegt man nur das, was halt auch die NFZ anbietet. Wenn man zum Beispiel verschiedene Behandlungen braucht oder Medikamente und so weiter und so fort. In Deutschland ist das ja ein bisschen anders. Man hat dann einfach ja ein bisschen mehr Konkurrenz untereinander, da es ja verschiedene Krankenkassen gibt. Da gibt es die eine Krankenkasse, die gewisse Behandlungen übernimmt, die andere wiederum nicht. Genau das gleiche ist auch mit den Medikamenten. Klar, es gibt ein Standardprogramm an Medikamente, was jede Krankenkasse übernimmt. Zum Beispiel gibt es in Deutschland Krankenkasse, die sogar homöopathische Arzneimittel kostenlos verschreiben. Und sowas gibt es ja hier in Polen nicht. Man hat im Prinzip, wie schon gerade erwähnt, nur die eine Krankenversicherung und entweder man macht es so, wie die es sagen, oder man muss halt privat zum Arzt gehen. Genau das gleiche oder ähnlich ist es hier in Polen mit den Stromanbietern. Man hat im Prinzip 4 große Stromanbieter hier in Polen, die sich im Prinzip Polen teilen, genauso wie wir das jetzt auch hier auf dem Bild sehen. Und ja, man hat keine große Möglichkeit, den Stromanbieter zu wechseln. Vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, sich irgendwo Privatstrom zu beziehen. Persönlich habe ich jetzt so eine Möglichkeit hier nicht gefunden, aber somit sehen wir einfach,
einfach, ich finde, das ist dann schon in Deutschland besser geregelt. Man hat dort einfach mehr Konkurrenz und dann kann man sich vielleicht auch einen Anbieter aussuchen, der zu einem mehr passt, anstatt einfach einen hingeschmissen zu kriegen und ja, jetzt damit zufrieden zu sein. Den dritten Punkt, den ich hier anspreche, ist wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Punkt, aber ich finde, das könnte sich Polen auch aus Deutschland abschauen und das sind hier die Parkticket. Jeder, der als Tourist mit dem Auto schon mal in Polen war, an der Parkuhr ein Ticket gekauft hat, dem wird mit Sicherheit aufgefallen sein, dass man da sein Kennzeichen eintragen muss. In Deutschland ist das ja nicht üblich und ich finde es einfach als Vorteil, wenn es das nicht geben würde, denn zum Beispiel in Deutschland war ich auch nicht nur einmal in einer Situation, wo ich geparkt habe und dann jemand auf mich zukam und mir dann noch sein Parkticket gegeben hat, wo dann zum Beispiel noch eine Stunde drauf war. Somit habe ich mir dann das Geld gespart für ein Parkticket. Andersrum war es genauso, dass ich jemanden auch schon mal mein Parkticket gegeben habe, weil ich mir zu viel Parkzeit gekauft habe. Hier in Polen ist das dann leider so, wenn die Parktickets mit einem Nummernschild versehen sind, beziehungsweise mit der Registrierung, die dann auf dem Parkticket drauf gedruckt sind, dann hat man ja nicht mehr die Möglichkeit, wenn man zu viel Parkzeit gekauft hat, es jemandem weiterzugeben. Und somit würde ich das schön finden, wenn es sowas hier auch in Polen geben würde. Den vierten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist wahrscheinlich ein Punkt, wo sich gleich der ein oder andere wundern wird. Vielleicht wird auch ein Teil denken, dass ich hier nur provozieren möchte. Ich kann euch aber sagen, das ist überhaupt nicht der Fall, denn ich spreche wirklich nur aus meinen eigenen Erfahrungen. Jeder andere kann auch andere Erfahrungen selbstverständlich gemacht haben. Und ihr könnt mir auch mal gleich bitte eure Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich interessieren, ob ihr mir zustimmt oder vielleicht auch selber andere Erfahrungen gemacht habt. Ich bin aber der Meinung, dass in Deutschland Fachkräfte besser ausgebildet werden wie in Polen und somit bin ich auch der Meinung, dass Polen sich da aus Deutschland etwas abschauen könnte. Ich kann ja auch ein paar konkrete Beispiele nennen, was mir zum Beispiel mit Fachkräften passiert ist und ich hatte hier zum Beispiel Fachkräfte, die hier mit einem Betonbohrer in Fliesen reingebohrt haben, wo natürlich dann die Fliesen geplatzt sind, die durch Wände durchgebohrt haben. Ich hatte hier Fachkräfte, die mir Fliesen an der Wand kleben sollten, die danach abgefallen sind und was ich dann auch noch hatte, das war für mich schon wirklich das Highlight, ist, dass ein Schreiner mir gesagt hat, er kann nicht mit Echtholz arbeiten, weil ich eine Echtholzplatte haben wollte in der Küche. Und der Grund war, er kann nicht mit Echtholz arbeiten, weil das Echtholz ist. Er kann nur mit diesen Pressholzplatten arbeiten. Und das war wirklich ein Ding, wo ich wirklich sprachlos war. Ich möchte damit auch wirklich nicht sagen, dass polnische Arbeiter schlecht sind, ganz und gar nicht. Wir alle wissen, denke ich, dass polnische Arbeitskraft in Deutschland sehr beliebt ist. In Deutschland können die Polen arbeiten. Das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, weil die vielleicht auch anders ausgebildet werden. Die kriegen das anders beigebracht und somit arbeiten die dann auch, ich sage jetzt mal, nach einem deutschen System. Man kann auch sagen, dass polnische Arbeiter in Deutschland beliebt sind, weil die nicht so schnell müde werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Die sind arbeitswilliger. Warum sich in Polen fast jeder hier als Facharbeiter benennen kann, ist einfach und da brauchen wir auch kein Geheimnis daraus machen. Im Prinzip kann jeder hier in Polen eine Firma aufmachen und seine Dienstleistungen anbieten in fast jedem Bereich. In Deutschland brauchst du ja für alles eine Ausbildung, einen Meisterbrief oder ein Studium oder sonst irgendetwas. Und du hast hier wirklich Leute, die haben irgendwann mal ein Haus gebaut, haben dadurch ihre praktische Erfahrungen sammeln können und die bieten die dann jetzt als Dienstleistung weiter an. Aber das ist natürlich nicht irgendwie von der Schule oder von irgendeinem Fach. Das sind einfach Sachen, die er sich selber beigebracht hat. Und das ist dann einfach, wo ich persönlich dann sage, naja, das sind im Prinzip Leute, die es machen können, aber das sind meiner Meinung nach nicht in jedem Bereich Fachleute. Beim fünften Punkt, den ich hier gleich ansprechen werde, wird mit Sicherheit der ein oder andere auch gleich mit dem Kopf schütteln. Es sind aber die Sozialleistungen. Und versteht mich jetzt hier bitte nicht falsch. Ich bin auch der Meinung, dass Deutschland zu viele Sozialleistungen hat und zu viel Geld rauspulvert, wo es eigentlich gar nicht benötigt wird. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich rede hier eigentlich mehr von den Sozialleistungen, wo auch zum Beispiel der Arbeitnehmer selber eingezahlt hat. Und da nenne ich jetzt auch mal ein konkretes Beispiel und das ist das Arbeitslosengeld 1, zumindest hieß es früher so und da war es bisher so geregelt, wenn man in das Arbeitslosengeld 1 fällt, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja sein, dass nach 5 Jahren
die Firma pleite geht, wo man zum Beispiel gearbeitet hat, fährt man dann in das Arbeitslosengeld 1 und man kriegt dann weiterhin vom Arbeitsamt 70% seines bisherigen Lohnes ausgezahlt, wenn man sich arbeitslos meldet. Ich finde, das ist gut. Da muss man nicht ganz von seinem Lebensstandard runtergehen. Man hat dann vielleicht dann auch die Möglichkeit, ein bisschen länger sich nach einem vernünftigen Job umzuschauen und muss nicht sofort das Erstbeste nehmen, damit man irgendwie Geld verdient. In Polen ist das ein bisschen anders geregelt. Es ist wirklich ganz egal, was du vorher verdient hast. Wenn du in die Arbeitslosigkeit fällst, kriegst du hier sowas nur wie so eine Grundsicherung. Ich weiß nicht, wie die jetzt ist, aber die müsste so bei ungefähr 1800 Zloty liegen, was wirklich nicht viel ist. Damit kann man sich vielleicht eine kleine Einzimmerwohnung mieten, vielleicht eine kleine Zweizimmerwohnung noch, kriegt man da vielleicht auch noch. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, vorher 7.000, 8.000 verdient hat, von diesen 7.000, 8.000 zum Beispiel 3.000 Zloty schon Kredit hatte und plötzlich in die Arbeitslosigkeit fällt, dann kann man nicht mal seine Kreditrate zahlen, beziehungsweise kann seine Miete danach nicht mehr zahlen. Man ist dann auf eine Art auch vielleicht gezwungen, schneller einen Job zu finden, aber vielleicht findet man dann einfach nicht den idealen Job. Ich finde, wenn man als Arbeitnehmer einige Jahre in das Sozialsystem eingezahlt hat, sollte man auch dann das Recht haben, etwas danach wiederzukriegen und auch wenn man selbst in die Arbeitslosigkeit fällt, zumindest für einen gewissen Zeitraum einen gewissen vernünftigen Lebensstandard führen zu können, ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde, da könnte sich Polen auch das ein oder andere aus Deutschland abschauen. Beim sechsten Punkt war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das jetzt vernünftig in Worte packen kann, ohne dass es jetzt missverstanden wird. Ich versuche es aber einfach mal so zu sagen, wie es ist. Ich finde, wo Polen etwas sich aus Deutschland abschauen könnte, ist die Bauart. Und ich rede jetzt hier nicht von der deutschen Architektur oder möchte jetzt auch nicht sagen, dass die deutsche Architektur schöner ist wie die polnische Architektur. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um die Bauart. Ich finde, in Deutschland sind die Häuser etwas freier gebaut. Da ist mehr Abstand zwischen den Häuserblocks. Man hat einfach größere Parkplätze. Man hat mehr Parkplätze. Man hat auch zwischen den Häusern vielleicht ein bisschen mehr Grünfläche. Ich habe das Gefühl, dass hier in Polen so viel wie möglich auf einen Fleck gebaut wird, dass einfach so viel wie möglich irgendwo reinpasst. Und wenn man das jetzt aus Investorsicht sieht, kann ich das vielleicht auch ein bisschen verstehen, wenn der Investor eine bestimmte Fläche hat und er die Auswahl hat zwischen drei Häuserblocks und wenig Parkplätze oder vielleicht zwei Häuserblocks und dafür mehr Parkplätze. Naja, der Investor guckt vielleicht dann in dem Moment auch nur auf seinen Gewinn und baut dann vielleicht diese drei Häuserblocks. Und das habe ich hier sehr, sehr oft in Polen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass hier alles irgendwie ineinander gepresst wird. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das genauso seht oder vielleicht sehe ich das einfach nur falsch. Den siebten Punkt ist jetzt noch nicht mal eine Sache, wo Polen sich das jetzt direkt aus Deutschland abgucken könnte, denn ich denke, es sind mehrere Länder, die das machen. Es ist aber die Synchronisation von Filmen. Und ich weiß, dass jetzt sehr, sehr, sehr viele Polen mich jetzt dafür kritisieren werden, weil ich das ja auch schon selber erlebt habe, dass ich hier schon mal die ein oder andere Diskussion mit jemandem hatte. Natürlich immer mit einem Lächeln im Gesicht. Aber hier im Polen wird nicht jeder Film synchronisiert. Die polnischen Filme, die werden natürlich alle in der Originalsprache abgespielt. Wenn man hier dann jetzt diese Film-Blockbuster hat, die werden natürlich dann, oder sehr viele werden dann auch synchronisiert, aber man hat hier die meisten ausländischen Filme, die werden einfach nur übersetzt. Und ich erkläre einfach mal, wie das dann aussieht. Also man hat hier zum Beispiel eine Filmszene, wo jetzt Mutter, Vater und zwei Kinder sind, meinetwegen ein 12-jähriger Junge und ein 12-jähriges Mädchen. Und die reden jetzt miteinander und dann hat man einfach einen Übersetzer, der das übersetzt, was gerade gesagt wird. Die Originalsprache, die hört man auch noch leise im Hintergrund, aber dann die polnische Sprache, der Übersetzer, den hört man dann ganz normal. Und es ist egal, ob die Frau spricht oder der Mann oder das Kind, es ist immer die gleiche Stimmlage, immer die gleiche Tonlage und es ist immer einfach nur eine Stimme. Es geht, man kann die Filme gucken, problematisch wird es nur, und das hatte ich dann auch, vielleicht bin ich auch einfach nicht in der Lage, das dann zu verstehen, wenn dann im Film eine zum Beispiel Streitsituation ist, zwischen 6, 7 Leute, jeder schreit irgendetwas rein, man hört im Hintergrund den originalen Ton und dann einfach ein Übersetzer, der nach und nach alles übersetzt. Und ich, ehrlich gesagt, weiß dann im Endeffekt gar nicht, wer was gesagt hat, weil es ja nur eine Stimme ist, die alles übersetzt. Die Polen versuchen mir hier wirklich zu erklären, dass man ja dadurch
Englisch lernt. Ich bin der Meinung, dadurch lernt man kein Englisch. Ich glaube das auch erstmal, wenn jemand zu mir kommt, der vorher kein Englisch kannte und jetzt Englisch dadurch gelernt hat, dass er polnisch übersetzte Filme schaut. Ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt beim Thema Filmen bleiben, ist, wenn ihr ins Kino geht. Im Kino hier in Polen ist das sehr oft, dass die Filme in Originalsprache abgespielt werden und ihr dann unten einfach nur einen englischen Untertitel habt, was für mich manchmal auch störend ist, weil entweder gucke ich den Film oder ich lese halt den Untertitel. Das wäre dann zum Beispiel auch nur etwas für Leute, die wirklich perfektes Englisch sprechen, zumindest Filme auf Englisch gucken können. Glücklicherweise ist das aber auch manchmal im Polen so, dass ihr dann zwei Versionen des Filmes habt, dass ihr euch wirklich auch aussuchen könnt. Gucke ich jetzt die Originalversion mit dem Untertitel oder gucke ich wirklich die synchronisierte Version? Hier oben wird gleich ein Video aufleuchten, wo ich darüber sprechen werde, was meiner Meinung nach Deutschland sich aus Polen abschauen könnte. Ich bin mir sicher, dass auch das ein oder andere Interessante für dich dabei sein wird. Das waren jetzt meine 7 Dinge, wo ich der Meinung bin, das könnte Polen sich eventuell aus Deutschland abschauen. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren, was du darüber denkst, was ich hier gesagt habe. Wenn du vielleicht auch anderer Meinung bist oder vielleicht der Meinung bist, dass es auch andere Sachen gibt, welche Polen sich aus Deutschland abschauen könnte, hinterlass mir das auch mal bitte in den Kommentaren. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und ich hoffe auf Wiedersehen. Ciao!